Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Jo, hallo. Irgendwie will das winken heute nicht mehr. Ich hab schon wieder Shift an. Immer dasselbe mit mir. Ja, immer dasselbe mit mir, genau. Ja, so, gut. Platzen wir mal die Leute weg. Ja, genau. So, PvP-Folgen sind rum. Jawohl. Sehr viel gebracht, muss man sagen, die PvP-Folgen. Ich bin ja, jetzt, wir haben angefangen, wie soll man sagen, ja, drei PvP-Folgen gleich ein Level, kann man ja, so fast schon so sagen. Man kann sagen, wir haben wirklich sehr gut gelevelt, also die XP wurden doch für alle sehr stark angehoben, damit es schnell in High-End-Content kommt. Naja gut, wenn wir dann relativ weit oben sind, können wir ja trotzdem noch ein paar Quests machen hinterher. Also, wenn wir, sagen wir mal, auf dem Level sind, wo du ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal, nicht absprechen, wie man das da irgendwie machen kann oder machen möchte. Eben. Aber wollen wir mal schauen. Genau. Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal. So, okay, da hinten Ratataki. Ratatouille. Ratatatan. Ram, tatatatam, 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 Bonanza. Ach ne, das war was anderes. Huch, da ist schon wieder so ein Viech. Wie heißt der hier, der Starship Trooper oder so, eine Richtung, so sehen die Dinger aus hier. Bug, ja. Ja, Bug. Oh. Ja. Wie war das bei, er hat letztens so ein Fallout-Preview gesehen, hat er auch gesagt hier, ich glaube von GameStar war das, ja, ich habe hier einen riesen Bug entdeckt und er machte und er hält ganz schön viel Schaden aus. Fand ich auch gut. Einmal nehmen. Lenkerbeinschutz, komm, kannst du bekommen. Ja. Dankeschön für die Blumen. Danke, dass du hier bist. Also, ich bitte dich, du weißt doch, ich bin doch immer da für dich. Oh, meine Kreditobergrenze wurde schon wieder erreicht, das ist nicht so gut. Oh, ne, dann guck mal wieder in Vermächtnis, kannst du ja was kaufen. Die haben es aber das ist auch gut angesehen. Die waren fast null. Die waren eigentlich auch auf fast null. Ja, die Credits? Ja, das kann so, wie gesagt, wir sind ja, wir haben ja auch höhere Level. Kriegt man mehr XP. Und mehr Dings und ja, auch die Credits werden durchaus angehoben. Weil man muss ja letzten Endes sich auch das ganze Zeug für die neuen Level kaufen. Wenn man schneller durch ist, braucht man mehr Geld. Abgeschlossene Bonusmission Dilani. Herzlichen Glückwunsch. Achso, ja, danke. Danke. So. Danke. Komm, die zwei hier, die stehen so schön im Weg. Wenn wir schon da sind. Und der steht hier dumm und ich kämpfe hier alleine. Hallo? Wer denn? Na du? Wer? Achso, ja, ich. Ich mache hier gerade mein Vermächtnis. Können wir auch so einen Post-Druiden holen, ne? Über das Vermächtnis? Ja, wenn ja, kann natürlich. Aber jetzt habe ich jetzt. Ja, die Frage ist, ob du eine brauchst, denn einer reicht ja eigentlich. So viel Post kriegen wir ja nicht. So, komm, hopp. Also, du könntest mir mal hier so einen Verkaufs-Druiden rufen, das wäre vielleicht mal ganz nett. Das kann ich machen. Augenblick, wo ist er? Einsatz Reparatur-Druide. Da ist er. Ja, bitte. Hier steht er. So, da steht er. Genau. Lass mal alles reparieren und alles verkaufen, was nicht verkaufbar ist. Was ist das hier für eine Hose? Die ist Schrott. Kann direkt mit weg. Das Teil kann weg. Das Teil war... Nee, kommt weg. Das haben wir hier. Die kann auch weg. Nur habe ich doch schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Elaras Höschen habe ich noch einstecken. Hammer Sturmbeinpanzer. Die sind schlechter als das, was wir haben. Insofern weg. Das Teil hier, ach komm, auch weg. Da haben wir wieder ein bisschen Platz gewonnen, das ist gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Essless Revolverkanone. Wann habe ich die denn mitgenommen? Chaosabfänger. Schlecht. Okay. Ja, ich habe ein bisschen was verkauft, also schadet grundsätzlich nicht.
Wie lange soll die Aufnahme eigentlich noch gehen? Das ist mir egal eigentlich, wie gesagt, das musst du schon selber da wissen. Oder mache ich hier mal so ein XP-Dingens rein. Ich habe eh noch ein bisschen Rückstand. Ach so. Geht's noch? Also ich wollte jetzt eigentlich aufhören. Ach so, na gut. Ja, alles klar. So, na dann. Okay. So, wie lange hält das XP-Dingens denn? Eine Stunde, glaube ich, oder so. Ach so, na passt ja. Oh, guck mal, da ist noch einer. Meine Kiste, meine, geh weg! Mein Loot! Alles meins, alles meins! Haben wir hier drin noch was? Nee, nee, nee. Nee, nee, das ist alles ist fertig. Weg. Wir können raus. Das ist gut. Deine Quest ist hiermit abgeschlossen. Ja, okay. Können Katataki! Meine war, glaube ich, direkt gegenüber. Das heißt, wir werden uns wohl oder übel um die kümmern müssen. Aber was heißt wohl oder übel? Eher wohl als übel. Okay. Da können wir gleich quasi nebenan mal reinschauen. Oh, hallo, hier stehen wieder welche. Oh, hallo. Na, wie geht's? So, okay. Also XP gibt's schon gut. Muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie hoch da die Rate ist. Ich meine jetzt, nicht die Möpse allgemein, aber die Quests. Ja, ich glaube auch die Mods. Auch die Mütze sind gut, ja. Sich. Genau. Ja. Ja, ich mag. Aber wenn ich das jetzt, richtig teilweise ausgerechnet habe, bist du bei 10 Monster gleich 1% halt auf jeden Fall, ne? Warte mal, 104, ja, kommt hin ungefähr. Klar. So. Na gut, 300, ja gut, müsste schon hinkommen ungefähr. So. So, laut Karte halt erstmal hier aus raus aus dem Gebiet und dann direkt nach Richtung Westen. Das wäre wohl am besten. Oh, hier haben wir noch was. Ja, nimm mal das mit. So. So, eingesammelt und weiter. Wo ist im Westen? Richtung. Richtung stimmt. So, gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Wo bist du? Bitte? Wo bist du? Achso, du willst nach oben oder was? Das ist das Westen. Das, nee, der Westen halt. Westen. Willst du jetzt nicht? Achso. Westen. Erstmal Westen und dann arbeiten wir uns oben runter. Huch. Achso, ich war ein bisschen verwirrt, weil die eine Mission haben wir ja schon fertig. Schatten. Ja. Nee. Nee. Ja. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ja, ich bin ja auch schon am Fighten, weil ich auf dich gewartet hatte. Insofern, halt kurz aus, bin gleich da. Okay. Das war's. Da drüben läuft noch ein Sith-Zerstörer. Also jetzt nach oben, ne? Eigentlich. Na, einfach hier so. Gerade durch, hier, so in die Richtung da. Mhm, eigentlich schon. Mittendurch statt nur vorbei. So. Wieder alle rumschreien immer. Und ich hier noch. Wer schreit denn rum? Hui! Wer schreien sie bei dir zu Hause rum, ja? Nee, Die Möpse hier immer. Die Möpse. Immer schreien die Möpse. Hui! Und ich schrei auch manchmal. Und das hier für Viecher? Spaltschleicherjungen. Und eine Spaltschleichermatriarchin. Jo. Jo! Die Spaltschleicher sind die, aus denen man die Spalttabletten herstellt. Deswegen heißen die ja auch so. Oh, da oben wird geballert. Und zwar in Richtung Schiff, da ist bestimmt irgendwo ein Schiff, das gerade angreift. So. Du hast den Ort Verteidigungszentrum entdeckt. Gut. So. Oh. Man bekommt ja auch Erfahrung, wenn man irgendwelche Orte entdeckt. Ne? Ja, ja. Das ist mega, mega hoch eigentlich. Ja, ne, kommt ja auch nur nicht so oft vor. Ist eigentlich schon da oder was? Wir sind fast da, ne? Da bin ich auf jeden Fall. Wow, auch ausgeschalten, okay. Weiter durch. Heldenhaft ins Getümmel. Nicht dieses Getümmel. Ich wollte eigentlich da reingehen. Okay, du Lümmel. Mit einem Lümmel ins Getümmel und jetzt rennt einer vor hier, der Halunke, Niaridian, der macht uns sicher alles platt und so. Oh,
Fahrstuhl, Achtung. Nicht reinfallen. Das geht auch so. Da, tatsächlich. Ich hätte mal wieder gelacht. Hat er Glück gehabt diesmal. Den können wir lassen, das geht uns nichts an. So. So, wo war meine Bonus-Quest? Da geht die Quest der Kamera auch so etwas einfacher, ne? Installieren, ja. Wirklich irgendwelche Leute da noch mit rennen, ne? Ja, auf jeden Fall, dann kommst du halt schneller durch. Schneller, ja. So, warte mal, ich muss noch kurz auf Karte. Da sieht man nicht viel. Aha, Todesspirale, Suche nach Wissenschaftler mit bei Mission Dulani. Ist ja wir cool. Sind falsch gerannt. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber das macht nichts. Instant falsch. Ja, genau. Arturias, danke fürs Weg freihalten. Patatatam, ping, ping, piu, piu, pui. Genau. Ich weiß nicht, bei übrigens einer der Star Wars Filme, ein netter Fun Fact. Die Laserschwerter machen ja immer dieses Diong, Diong Geräusch und so weiter und so fort. Und einer der Schauspieler beim letzten Star Wars Film war offensichtlich so drin in der Geschichte, dass der diese Geräusche selbst gemacht hat und ihm hinterher gesagt werden musste, das musst du nicht machen, das wird alles nachvertont. Achso, okay. Ja. Finde ich lustig. Aber hey, wenn man als Kind ein Star Wars Fan war und das einfach gewohnt ist, diese Geräusche mitzumachen. Hast halt Jedi gespielt und hinterher spielst du wieder Jedi. Meistens bin ich eigentlich richtig hier. Ja, ja. Nö, natürlich nicht. Ich geh wieder hoch. Nein, oben muss sehen. Hallo? Komm mal jetzt runter hier. Das ist deine Story-Mission, Junge. Der da? Nö. Dann ja, komm mal runter jetzt hier. Da gut, oder? Das steht auch bei einer Mission. Nee, das ist deine Mission, Junge. Oder? Hä, nee, ich hab ja auch nicht. Ja, hier ist gar keine Mission. Komm hier hoch, da oben ist es. Wir mussten gar nicht runter. Gunther. Munter. Naja, gut, aber wir hatten, glaube ich, irgendwie so ein Arbeiter, das ist in die Richtung. Das ist eine Bonus-Mission. Kann sein. Ich glaube, da war ein. Prima, runter. Auf jeden Fall aber ja. Das ist meine Mission hier? Keine Ahnung. Hast du die auch? Ja, ich hab die auch. Wie ist die bei dir angezeigt, Lila? Ja, ich glaube schon. Warte mal. Nö, die ist sogar nur grün. Naja, machen wir mal eine unwichtige Mission, muss auch mal sein. Dann ist es doch meine Mission. Weil die bei mir lila ist. Ach so, na dann. Hast du was gemacht? Ja. Ich brauche noch einen imperialen Attentäter jetzt eigentlich für die Bonus-Mission. Okay, ja, dann machen wir gleich deine Mission schon wieder mit. Du und deine Mission immer. Das ja, übrigens, ja. Der imperiale Attentäter waren, glaube ich, die. Ach nee, die waren draußen, glaube ich, oder? Guck mal hier, imperiale Eindringling, Kampfdruide Eindringling. Nö, ja, ist auch egal. Also, keine Ahnung. Komm, hauen wir die mal erstmal weg hier. So. Ich denke, an EXP mangelt es uns aktuell nicht. Nö, ich denke nicht. Na dann. Gehen wir wieder raus. Doch, wieder deine Mission. Ja. Meine Mission. Das kannst du mal sein, wie ich bin. Ich mach deine Mission mit. Vielleicht finden wir oben noch einen? Ich glaube nicht. So. Ja, habe ich das wäre eigentlich fast eine Mission gewesen, dachte ich. Ja, ich dachte auch, aber. Na, es war von der Farbe. Ich habe jetzt nicht so genau drauf geachtet. Es sah halt nur von der Farbe. Wo ist seine Mission? Ich weiß es nicht. Vermutlich hier unten. Hier sind hier zwei Helden plus zwei andere. Arbeitslageraufzug, hast du das? Nee, das müsste meins sein. Also jetzt links runter. Also rechts runter. Warte mal, hier oben geht's aus der Karte raus, ne? Ja, da oben geht's aus der Karte raus, das heißt, das ist Wurst. Und wir gehen halt links, rechts runter dann, sobald wir uns hier den Weg freigeballert haben. Und dann bin ich einfach abgebrochen hier. Das sind auch irgendwie zwei Helden plus zwei Missionen. Ja.
weiß nicht, also wenn ich das jetzt gerade richtig deute, aber es ist schwer zu deuten, dann müsste das eigentlich so eine Art Höhle sein, wo alle drei drin sind vielleicht. Könnte sein, ja. Durchaus möglich. Ich würde sagen, dass wir da vielleicht mal in der nächsten Folge vielleicht mal hingehen, denn diese Folge ist nämlich auch schon wieder vorbei. Ja, wir bedanken genau. uns fürs Einschalten und ja, schaut auf Social Media vorbei, lasst ein Feedback da. Am besten irgendwie sowas wie ein Abo oder sowas. Ja, wenn ihr schon abonniert habt, dann deabonniert mal kurz und abonniert wieder. Oder gebt einen Daumen nach oben oder teilt das Video auf Facebook, Twitter, Instagram, wo es euch gefällt. Also wenn es euch gefallen hat natürlich. Und wenn ihr als Zuschauer zu uns steht oder so ähnlich in der Art. Also jedenfalls, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.